Tausende waren auf den Straßen. In Sprechchören machten sie die USA und Saudi-Arabien für den Tod ihrer Landsleute verantwortlich. Bundeskanzler Kohl hat den Richtungsstreit in der Union als völlig unnötigen Theaterdonner kritisiert. In der ZDF-Sendung Bonner Perspektiven sagte Kohl, die CDU sei die klassische Partei der Mitte und solange er Parteivorsitzender sei, werde an diesem Kurs nichts geändert. Nach seinem Urlaub werde er in Bonn mit einer Reihe von Kollegen ein ernstes Wort zu reden haben über das eine oder das andere aus den letzten Wochen, so der Kanzler. Kohl ging auch auf die deutsch-deutschen Beziehungen im Hinblick auf den bevorstehenden Honecker-Besuch ein. Wir sind, ohne dass ein einziges Prinzip aufgegeben wurde, ohne dass ich jeweils zugelassen habe, dass der Unterschied zwischen dem kommunistischen Regime der DDR und der freiheitlichen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland verwischt wird, heute in der Lage, vernünftiger in den Sachfragen des Alltags miteinander zu sprechen. Und diesem Ziel dient auch der Besuch von Herrn Honecker. Honecker ist ja seit Jahren eingeladen, er kann jetzt kommen. Ich bin dafür, dass dieser Besuch vernünftig gestaltet wird. Das protokollarische Entgegenkommen sollte 84 so groß sein. Es war ja auch eine andere Lage, 84. Es ist mehr geschehen. Es ist viel mehr geschehen. Es gibt eine Summe von praktischen Vereinbarungen, die den Menschen in beiden Teilen Deutschlands dient. Das ist ein Arbeitsbesuch und der Honecker wird nach den internationalen Regeln empfangen, die bei Arbeitsbesuchen üblich sind. Wir werden sehr offene Gespräche haben. Wir werden sicherlich auch über die prinzipiellen Gegensätze sprechen und da wird sicherlich keine Einigung möglich sein. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Wir sprachen ja vorhin über die Menschenrechte. Die gelten ja nicht nur in der Auseinandersetzung in Chile, sondern die gelten selbstverständlich überall in der Welt, auch mitten in Deutschland, auch im anderen Teil Deutschlands. Aber wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Mit einer vorläufigen Verteilung der Ressorts haben SPD und FDP in Hamburg ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Im neuen Senat der Hansestadt werden die Liberalen 2 der 12 Senatoren stellen. Als Wirtschaftssenator im Gespräch ist Wilhelm Ralfs, bisher FDP-Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft. Der FDP-Landesvorsitzende Ingo von Münch wird voraussichtlich Senator für Kultur und Wissenschaft. Von Münch erklärte nach der abschließenden Einigung, beide Seiten hätten federn lassen müssen. Die FDP habe jedoch alles erreicht, was sie konnte. Zur ersten sozialliberalen Koalition seit der Bonner Wende vom Herbst 1982 ein Kommentar von Klaus Bresser. Die einen reden und reden über das Schicksal von fernen Chilenen und den Kurs ihrer eigenen Partei. Theaterdonner nennt es ihr Vorsitzender Kohl. Und wirklichkeitsfremd. Die anderen handeln, haben letzte Nacht die erste sozialliberale Koalition seit der Bonner Wende zustande gebracht. Kein Theater, Wirklichkeit. Aber ist das nun schon ein Signal, ein Zeichen für Bund und Länder? Die Wende womöglich nach der Wende? Langsam, langsam. Die FDP in Hamburg wollte ja gar nicht mit der SPD, sondern viel lieber mit der CDU zusammengehen. Die Wählerprozente reichten dazu nicht, also rauften sich die beiden Adelsleute von Donani und von Münch zusammen, ein Bündnis alter Art zu versuchen. Leicht war das nicht und leicht haben es sich die beiden nicht gemacht. 160 Stunden zähe Verhandlungen. Was dabei herausgekommen ist, sieht nach einem Punktsieg der Liberalen aus. Sie bekommen die Senatorenposten, die sie wollten. Privatisiert werden zwar nicht die Elektrizitäts-, aber immerhin die Gaswerke. Gesenkt wird die Gewerbesteuer. Anderes bleibt vorerst ungelöst. Über den Kaufpreis der neuen Heimatwohnungen soll nachverhandelt werden. Bei der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst will man erst einmal aufs Bundesverfassungsgericht warten. Beim Krach um die Hafenstraße erhofft man sich Wunder von der Gründung eines Vereins. Viele der Kompromisse bestehen nur darin, dass die Probleme vertagt worden sind. Beide Parteien müssen all dem überdies noch zustimmen. Da kann von ihren rechten Flügeln noch viel Ärger kommen. Nein, ein strahlendes Signal geht von Hamburg nicht aus. Aber die Entscheidung der letzten Nacht ist ein Zeichen dafür, dass es ein wenig anders in der Bundesrepublik weitergehen könnte. Nicht einheitlich schwarz-gelb hier und rot-grün dort. Die Farben mischen sich wieder. Das Land wird bunter. Die gewerkschaftseigene Neue Heimat Bremen geht am 1. Oktober zum symbolischen Kaufpreis von 1 Mark an das Land Bremen. Darauf haben sich der Senat der Hansestadt, die Konzernmutter der Neuen Heimat und die Gewerkschaftsholding BGAG in einer Sondersitzung geeinigt. Für die Übernahme der rund 45.000 Wohnungen und der unbebauten Grundstücke wird eine landeseigene Gesellschaft gegründet. Sie übernimmt rund 1,9 Milliarden Mark Verbindlichkeiten. Ihnen stehen rund 2 Milliarden Mark Vermögenswerte gegenüber.
Bürgermeister Wiedemeyer erklärte, die Übernahme werde den Landeshaushalt, zumindest in den kommenden 5 Jahren, mit jeweils rund 6 Millionen Mark belasten. Und hier die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im Nordosten stark bewölkt und zunächst noch strichweise Regen. Morgen dort zögernde Bewölkungsauflockerungen. Im übrigen Deutschland heute Nacht vielfach aufklarend und tagsüber sonnig. Tiefstwerte heute Nacht 10 bis 15 Grad. Höchsttemperaturen morgen im Nordosten um 22, im übrigen Deutschland zwischen 25 und 31 Grad. Die nächsten Meldungen der Heute-Redaktion gegen 0.55 Uhr. Guten Abend. Zu später Stunde werfen wir einen Blick zurück auf die Sportereignisse des Sonntags. Gleichzeitig ein Ausblick auf die in knapp 2 Wochen beginnenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Rom. Und 2 der Favoriten waren heute beim Sportfest des ASV Köln schon in Topform. Ein fröhlicher, bunter Auftakt. 20.000 Zuschauer erlebten bei selten schönem Sommerwetter vor allem spektakuläre Läufe. 400 Meter Hürden der Männer. Nach der Absage des Weltjahresbesten Harris aus den USA stand hier der dreimalige Europameister Harald Schmid im Mittelpunkt des Interesses. Er ging das Rennen sehr schnell an, überholte seine amerikanischen Konkurrenten Patrick und Young und hatte eingangs der Zielgeraden sichere 6 Meter Vorsprung erlaufen. Mit 47,60 Sekunden, die hier eingeblendete Zeit wurde später korrigiert, verfehlte er seinen eigenen Europarekord aus dem Jahre 82 um 1/12 Sekunden. Grund zum Jubel für den engagierten Athleten. Für den nächsten Höhepunkt sorgte der Kanadier Ben Johnson über 100 Meter hier im weißen Trikot in zweierlei Hinsicht. Nach einem fabelhaften Start auf Bahn 3 sprintete der 25-jährige Student eine neue Weltjahresbestleistung von 9,95. Seine Siegesfreude wurde getrübt durch einen Sturz nach dem Ziel, den er verursacht hatte. Glücklicherweise hatte Johnson nur eine leichte Rückenverletzung. Weltmeisterschaft abhalten.